Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, Zuhörerinnen. Mal wieder Samstagabend. Man gönnt sich ja sonst nichts. Also Samstalk oder Verantwortungstreff, die älteste Talkshow zur Schenkerbewegung. Und wir wollen ab und zu auftauchen aus dem Strom der Dinge, in dem man so mitfließt, und die Verantwortungsfrage stellen. Dafür ist diese Talkshow da. Und wir sind seit ein paar Monaten ein Standardteam hier. Das ist außer meiner Unbedeutendheit der Dylan und der Luis. Also hier sehen wir übrigens gerade eingeblendet vom Dylan, dass dieser Talk hier sich auch versteht als der sozusagen virtuelle oder digitale Keimling für Kommune. Und dieser Keimling ist im Wesentlichen ausgemacht oder hat die entscheidende Wurzel einer echten freien Argumentekultur. Das heißt, wir können tabulos über alles hier reden. Wir sagen uns auch gern die Kritik aneinander. Und die kann man dann weiterverfolgen. Der Dylan blendet gerade ein. Also über den Talk hinaus kann, wer da so die Verzweigungen in die Weite und Breite und Tiefe führen will, kann das schriftlich gerne mit uns tun in unserem Freie Argumentekultur Forum. freie-argumente-kultur.de. Ja, wir machen es normalerweise als Redekreis. Wir haben öfters noch ein paar andere Leute mit dabei, vielleicht kommen ja auch noch welche. Die werden dann irgendwo zwischen eingeklinkt, aber ansonsten geben wir das so weiter unter uns in einer gleichen Reihenfolge in jeder Runde und jeder hat so 2 bis 4 Minuten. Das überlasse ich immer dem Dylan, so die Zeiteinstellung, der misst das auch. Und ja, damit sei es genug der Einleitung und ich gebe für den ersten Beitrag an den guten Dylan. Ja, und ich fange an. Ihr Mikro aus, ja? Und ich fange an. Damit, erstens, gute Nachricht. Hier, liebe Zuschauer, und das erkennen Sie gerade an der Homepage, die ich gerade eingeblendet habe. Da hat gerade so ein Techniker, so ein Werbemann dazu gesagt, das ist sicherlich eine der hässlichsten Homepages, die ich je gesehen habe. Aber genau das ist das Gütesiegel dafür, dass Sie hier genau richtig sind. Denn hier ist der Ort, dass hier finden wir heute mit Diplom-Theologe Jürgen Wagner die Weltspitze der Geisteswissenschaften und mit dem Weltrat Next Scientists for Future die Weltspitze der Naturwissenschaften. Und diese beiden zusammen suchen die idealen Wege zum ganz großen Glück und zur Weltrettung und zu allem. Ja? Und woran erkennt man das? Ich habe viele Sendungen gemacht in letzter Zeit, dass wir diese Hässlichkeit als Gütesiegel verstehen müssen. Denn es ist so, dadurch, dass wir, jeder in der Marktwirtschaft, der Geld nimmt, macht letztendlich, ohne dass er es merkt, oder vielleicht merkt das doch, sagte vielleicht Profite auf Kosten der Menschen. Denn in der Marktwirtschaft ist es nicht möglich, sozusagen Geld zu nehmen und trotzdem den Menschen Gutes zu tun. Das geht nicht in der Marktwirtschaft. Bin ich mittlerweile ganz sicher, ja? Und ohne Ausnahme, also Luis, es ist ohne Ausnahme so, jeder, der Geld nimmt in der Marktwirtschaft, und wenn es nur der Peter ist für seine Texte vom Königreich Deutschland, der macht wieder Profite auf Kosten der Menschen, denn in der Marktwirtschaft ist es nicht anders möglich. Der Gemeinwohlwirtschaft wäre Geld kein Problem. Und deswegen unsere kostenlosen Homepages, diese billigen, hässlichen. Der neue Begriff muss lauten, das neue Gütesiegel habe ich frei nach Goethe genannt, das wahre, hässliche und Gute des Internets. Das sind wir, der einzige Ort von Wahrheit und Nutzen für Sie, liebe Zuschauer. Und jetzt zeige ich Ihnen mal noch ein bisschen mehr davon, ne? Dass Sie mal ein bisschen sehen können, Moment, davon und jetzt,
Hier nur mal ein paar Bilder. Hier zum Beispiel, das sind alles befreundete Homepages oder eigene, ja. Hier, da steht auf, nur auf solchen hässlichen und schlechten Homepages und so weiter, wie hier kann es für die Menschen nützliche Wahrheit geben. Überall, wo es schick zugeht, steckt die Schädigung der Menschen dahinter. Und dann habe ich ein ganzes Video von einer Stunde, wo ich das genau erkläre, warum, wieso und weshalb das alles so ist, ja. Und ich klicke mal weiter hier. Also ich muss das hier machen. Moment, so muss man das machen. Und hier zum Beispiel das Buch zu Das Heil. Die haben also auch ein Buch kostenlos veröffentlicht. Natürlich alles kostenlos und alles hässlich. Das ist unsere hässliche Ersatz-Homepage. Das ist nochmal eine hässliche alte Homepage von uns. Das ist die von Öff, die als die beste ist, weil sie gar keine Rücksicht auf die Wünsche nach Glitzern in der Marktwirtschaft hat. Wir können mit denen, die euch abzocken, liebe Zuschauer, wollen wir und können wir nicht konkurrieren. Ja? Uns erkennt ihr an den geringen Kosten. Auch diese Homepage, die hat zwar 300 € Spendengelder der Professoren gekostet, aber die ist eben spottbillig, ja. Und hier nur noch ganz kurz hier dann mal anklicken hier. Bei allem, was man hier anklicken kann, findet man auch wieder so diesen Hinweis, das Gütesiegel, nur auf solch hässlichen Homepages, ne? Da geht's immer so weiter. Und dann haben wir hier überall das, ja. Ach so, ja, das ist jetzt. Und dann haben wir, ah ja, dann haben wir übrigens ein Tipp, was hältst du davon, dass wir mal ganz kurze Videos machen, wo wir einander empfehlen, uns gegenseitig zu abonnieren? Vielleicht kriegen wir ja ein paar Abonnenten dazu auf diese Weise. Hier ist das Jürgen Wagner. Ich denke, das ist eine gute Homepage. Ist die, sollte man die dann auch abonnieren? Ja, die ist zum Beispiel hier schon abonniert. Dann haben wir noch die alte Schenker. Ist die nicht mehr aktuell oder soll man die dann auch nochmal? Die könnte man auch nochmal gegenseitig abonnieren. Ich zeige mal hier unsere Befreundeten und eigenen. Hier ist unsere eigene Next Scientists for Future. Könnte man auffordern, unsere Abonnenten gegenseitig zu abonnieren. Ne? Dann haben wir hier die Weltrat, der Sender Weltrat der Weisen. Dann haben wir hier den befreundeten Sender News und Talks, dem wir auch viel helfen sozusagen und aktiv helfen. Und ja, und dann haben wir hier ja, die freie Argumentekultur, das Forum nochmal in echt, die Gemeinwohlwirtschaftspartei auch mit dem hässlichen Hinweis, mit dem Hinweis auf das wahre, hässliche und gute. Und ja, und dann habe ich ja nur noch einen Satz da, nur noch zwei Sätze im Prinzip. Meine zwei Glückswege werde ich nachher wieder kurz erläutern. Für mich gibt es nur zwei Wege zum zehnmal glücklicheren Leben als bisher. Das Leben in einer entweder Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaft, die auch wiederum Gemeinschaften aufbaut, oder in jetzt gleich raus aus der Marktwirtschaft sofort und Leben in der Bonobo-Schenker-Gemeinwohlgemeinschaft. Das ist der einzige Weg, wie wir zehnmal glücklicher leben können. Und die meisten Menschen wissen es nicht, weil sie der Gehirnwäsche glauben und meinen, die Marktwirtschaft wäre Leben. Dabei ist sie kein Leben. Ne? So, und jetzt kommt meine entscheidende Frage an Öffi. Ich bitte um direktes drauf eingehen, bevor die anderen Dinge besprochen werden, weil ich sehe es so im Moment, dass die Geisteswissenschaften die optimistischere Perspektive haben als die Naturwissenschaft, die etwas die pessimistischere Perspektive hat. Also, das heißt, die Befürchtung der Naturwissenschaft ist, viele schaffen nicht die notwendige Selbsterkenntnis bezüglich der vorteilbringenden Irrtümer nicht und brauchen also dann die VIAT in Gemeinschaft oder die Gemeinwohlwirtschaft als neuen Rahmen in der Gesellschaft, sozusagen. Also deswegen erklär du jetzt nochmal, warum du meinst, dass viele Menschen es schaffen können, so mit der freien Argumentekultur, mit der
mit dem Spirit in die Identification Level, das sie dem erreichen, dem oder dem Post-Conventional Level von Lawrence Kohlberg, dass die Menschen es schaffen können, ihre vorteilbringenden Irrtümer, mit denen sie Milliarden verdienen, als Irrtümer zu durchschauen, obwohl sie damit so viel Geld verdienen. Und warum sie das schaffen können und wie sie das schaffen können. Und die naturwissenschaftliche pessimistische Befürchtung ist, nein, manche werden schaffen das nicht, die brauchen dann einen Rahmen, wie zum die Gemeinwohlwirtschaft, der sie zwingt, Gutes tun zu müssen, oder jedenfalls die ihnen die Beute wegnimmt, die Profite wegnimmt für das schlechte Tun, ne? Und dann nimmt vielleicht auch noch Stellung dazu. Die Naturwissenschaft wäre ja auch ein bisschen pessimistischer an dem Punkt, wie weit man es schaffen kann, vollständige Egoismusfreiheit hinzukriegen, also Menschengeschwisterlichkeit komplett zu kriegen, dass du nochmal sagst, warum du meinst, dass das wirklich alle Menschen schaffen können, über die Kraft des Geistes sozusagen, das zu machen. Und dann letzter Punkt, auf den du eingehen solltest. Ich bin der Meinung, dass wir immer diese ganze Bandbreite anbieten sollten, denn vielleicht fühlt sich der eine oder andere überfordert, von erstens dem Wunsch, den gesamten Egoismus aufgeben zu müssen und zu sollen. Und da bietet ihm die naturwissenschaftliche Seite oder auch so eine Gruppenehe in der Gemeinschaft, würde ihm die Möglichkeit bieten, nicht unbedingt jeden Egoismus aufgeben zu müssen. Und vielleicht ist es für manche auch eine Überforderung, dass sie wirklich wirklich alle ihre vorteilbringenden Irrtümer schaffen zu hinterfragen. Ne? Das sind so Punkte. Ja, also von daher gebe ich jetzt weiter an den Öff-Öff und hoffe, dass der schön darauf eingehen kann, auf diese Punkte. Ja, ganz herzlichen Dank, Dylan. Ganz herzlichen Dank. Und ich sag mal so, also ehrliche Geisteswissenschaft wird schon auch realistisch sehen, dass es möglich ist, dass der Mensch sein eigentliches Wesen, seine Vernunftseele vielleicht nicht so stark eben spüren kann oder sich damit identifizieren kann, dass er sozusagen dementsprechend auch funktioniert. Kann sein, dass der Versuch, aus dem Tierreich auf die Vernunftebene zu springen, da endet, dass die Vernunft nur als Erfüllungsgehilfe für irgendwelche anderen Interessen verwendet wird, aber nicht das große Steuerruder übernehmen kann. Aber es ist die Herausforderung der Geisteswissenschaft, dass sie den Weg, wie das gehen könnte, also wie könnte der Mensch durch den Geist oder eben die Geisteswissenschaft zu der Rolle kommen, das große Steuerruder sinnvoll und verantwortlich zu verwenden. Wie könnte es gehen? Also die Logik zu beschreiben, die geistige oder Seelenlogik, mit der der Mensch zum großen Sinn und zur großen Verantwortlichkeit kommt. Ob er das dann schafft, ist die andere Frage, aber auch da ist es ja dann wie bei der Wette von Pascal, also wo es um die Frage geht, soll man einen Gott glauben oder nicht, man wägt dann immer ab zwischen der Erreichbarkeit und dem Wert. Wenn etwas höchsten Wert für uns hat, werden wir auch gegen die Wahrscheinlichkeit oder wenn es ganz hohen Wert hat, sogar gegen alle Wahrscheinlichkeit, sogar gegen die scheinbare Unmöglichkeit, werden wir dieses höchst Wertvolle erhoffen und anstreben, weil schon dieses Leben daraufhin mehr Glück bedeutet, als sich damit abzufinden, dass das nicht da ist oder nicht erreicht werden kann. Pascal wendet das auf den Gottesglauben an und das ewige Leben, ewiges glückliches Leben. Ich würde es erstmal beziehen auf die Frage, kann der Mensch sich identifizieren und sich im Wesentlichen entfalten, sich da auch glücklich fühlen, indem er sich als denkendes Tier oder denkendes Wesen, als Vernunftseele voll annimmt und da voll drin aufgeht. Wenn das gelingt, dann kann man schon eben auch beschreiben, inwiefern das ein höheres Glück wäre. Und ich glaube, verstehen kann das auch eigentlich jeder, wenn ich das so sage. Für irgendwelche kleinen Interessen, Fressen, Saufen, Sex, Macht, Eitelkeit, Geltung, irgendeine Willkür zu leben, sogar wenn es einem viel Beute bringt, ist doch so, dass man innerlich wegen schlechtem Gewissen
oder weil man nie zu Ende denken darf, ist das denn eigentlich sinnvoll, was ich tue? Das hat so nicht nur einen schalen Beigeschmack, sondern im Grunde genommen die höchste oder eigentliche Dimension des Lebens, des Selbstseins, des Ichseins, des Bewusstseins, ja, die kommt da ins Schleudern. Und insofern, egal, also natürlich, wenn man viel äußeres Glück, viel Spaß des Augenblicks mitnehmen kann und kann sich sagen, das kann ich haben, während ich insgesamt sinnvoll lebe, ist natürlich toll. Aber wenn es zu einem Gegeneinander kommt, man hat die Wahl zwischen sich wohlfühlen darin, dass man insgesamt sinnvoll und verantwortlich lebt, oder man gönnt sich irgendwelche Späßchen auf Kosten dieser Sinn- und Verantwortungsorientierung. Zumindest die Einsicht ist mein Eindruck bei den Menschen, dass die höhere Dimension mehr Gehalt hat, mehr Wichtigkeit hat, mehr Glück enthalten kann. Diese Einsicht ist ja noch da, aber dann scheitern die Menschen an den vielen Bindungen, an den niederen Interessen, an der fehlenden Klarheit des Geistes, der fehlenden Kraft des Willens und sind oft auch nicht bereit, die Arbeit auf sich zu nehmen, um sich diesen Weg dann so richtig zu erarbeiten. Trotzdem, man kann nichts Besseres tun, wenn man einmal sieht, es geht dabei um viel zu hohe Werte, um zu resignieren oder sie aufzugeben oder die Menschen abzuschreiben. Es geht um viel zu hohe Werte. Man muss dafür das Mögliche tun und auch wenn man scheitert, ist dieses Bemühen darum schon das menschengemäßeste, das menschlichkeitsentfaltendste, was man haben kann. Und der Weg ist, den Menschen zu sagen, nichts gegen die Späßchen, aber guckt mal ein bisschen genauer. Es gibt diese Metaebene der Lust oder des Glücks. Ich nehme mal den Sportler als Beispiel, der vielleicht am Anfang sich überwinden muss, loszulaufen. Aber dann kann, weil das Laufen auch was sehr Menschliches ist, also physisch jetzt etwas sehr Erfüllendes, gute Hormone aussprühendes, kann er nach einer Zeit des Laufens richtig euphorisch werden. Und er kann zweierlei höhere Glücksebenen spüren. Einerseits, was ich für die allerwichtigste sogar halte, dieses Selbsterleben als jemand, der das Steuerruder in der Hand hat und es sich nicht durch die kleinen Interessen aus der Hand nehmen lässt. Ich habe die Kraft, mich hier zu überwinden. Ich habe die Kraft, das Sinnvolle zu tun, auch wenn es im Moment nicht spaßig und bequem ist. Ich habe die Kraft, diesen Weg einzuschlagen, also dann jetzt loszulaufen, der Läufer auch. Dieses Selbsterleben ist, glaube ich, sogar das Beglückendste. Aber wenn man es schafft, aus den vielen kleinen Süchten und Bequemlichkeiten rauszukommen, ist es natürlich in vieler anderer Hinsicht auch erfüllend und gesund. Also auch körperlich, ne? Dass jemand, der sich nicht auf dem Sofa nur hängen lässt, sondern der dann losrennt ab und zu, dass der spürt, wie es ihm auch physisch gut tut. Diese Logik zu beschreiben, das sollten wir tun, so gut wir können. Vorleben natürlich auch, so gut wir können. Ja, und dann hoffen wir, ne? Dass es möglichst viel erbringt. Und zu dem anderen, was du gesagt hast, nur den Satz noch. Ja, natürlich, wir sollten uns zusammentun, wir sollten die Kräfte gegenseitig verbinden, Geisteswissenschaft, Naturwissenschaft, unsere Websites. Ich stimme dir übrigens zu, in der Welt, wie sie ist, ist nicht der Glitzerkram das Qualitätsmerkmal, sondern die Bereitschaft, auch karge Einfachheit zu akzeptieren, weil man in der Konkurrenz ums Glitzern ja eigentlich nicht mitmachen kann oder darf, wenn man andere Maßstäbe verfolgen will. Das bringt einen so in eine Außenseiterposition, wo man nicht so viele Mittel zur Verfügung hat, vielleicht sogar angegriffen wird. Aber da muss man das hinnehmen und es zeigt die Qualität, wenn man da nicht dann aufgibt oder sich korrumpiert. Ja, wir sollten dazu stehen, dass nur was nicht glitzert, macht ja auch keine Profite auf Kosten anderer Menschen. Ist leider so, könnte sich bessern, ne, wenn die Welt sich mehr aufschließt, dafür dem Raum zu geben. Aber im Moment, wir wissen es ja alle, und da werde ich in meinen nächsten Beiträgen darauf eingehen, auch bei dem, was ich jetzt mache. Im Moment müssen wir überhaupt hoffen, dass der Mainstream, der da um uns herum so vorwärts walzt, dass er überhaupt vielleicht so kleine Nischen oder Reservate übrig lässt, wo man noch so natürlich und vernünftig und aufs Ganze verantwortlich leben kann und nicht zu einem biochemischen Roboter degradiert wird, der eventuell sogar auch dann falschen Interessen von den Mächtigen zu folgen hat. Ja, aber da gehe ich in den nächsten Beiträgen drauf ein, bezüglich dessen auch, was ich jetzt gerade mache, also wie meine Lebenssituation ist. Dann gebe ich erstmal weiter. Ja, und bevor der Luis jetzt loslegen kann, muss ich erst wieder umdrehen. Ja, Moment, Moment. Wir hören dich. Wir hören dich. Okay, danke. Bei mir sind gerade ein Haufen Nebengeräusche. Jetzt kommt gerade die Tram. Ich mache mich mal leise, sorry.
los. Okay, danke. Ich hoffe, man hört mich okay. Also, ich muss sagen, ich bin wieder ziemlich ja, unzufrieden, obwohl ich dankbar bin für das, was hier passiert, mit dieser Ausschließlichkeitsformulierung. Alles, was mit Geld, Dings, funktioniert nicht, aber unsere Website hat ja auch allerdings nur 300 Euro gekostet. Also aus meiner Sicht ist das völlig unpräzise und ich würde mir wahrscheinlich nicht dieses eine Stundenvideo anschauen, aber ich wüsste gern von Dylan, wenn ich auf irgendeiner Feier Geld nehme fürs Musizieren, inwiefern ist das schlecht? Mir ist klar, dass es schlecht ist, insofern, dass da überhaupt Geld da ist und dass währenddessen Kinder verhungern und so weiter. Aber ich habe die Vermutung, du meinst noch was anderes. Und dann würde ich gern von Öffi wissen, ich bin jetzt mal ein bisschen weihnachtlich friedlich direkt. Im Forum habe ich den Dylan so verstanden, dass er denkt, dass er das Post-Conventional Level hat. Und da wollte ich mal hören, ob der Öffi denkt, dass der Dylan das hat. So, danke, ich gebe wieder weiter. Ja, so, jetzt habe ich die Technik wieder umgedreht. So, dann, ja, übrigens, das mit dem Post-Conventional Level bezieht sich darauf, auf den Punkt, dass ich eben ja erkannt habe, dass ich im Gesundheitswesen immer, im marktwirtschaftlichen Gesundheitswesen immer nur Schäden anrichten muss und gezwungen bin dazu, weil ich sonst nicht die Miete zahlen kann für die entsprechenden Praxisräumlichkeiten und so weiter. Und dass ich dann gesagt habe, das kann ich nicht mehr verantworten, das ist nicht verantwortbar. Und genau das ist ja das Post-Conventional Level, nämlich wäre ich nach dem Conventional gegangen, hätte ich ja gesagt, ja, meine Kollegen machen es doch auch, dann ist es doch in Ordnung. Und dann mache ich so, wie es konventionell ist, ne? Aber genau das mache ich eben nicht, ne? Ja, aber dann übrigens das Annehmen von Geld für Musik, ja, das ist sicherlich eine der unschädlichsten Sachen, die wir in der Marktwirtschaft noch haben, ja? Was meine ich eigentlich mit Annehmen von Geld von außen sozusagen? Wo letztendlich die Gefahr der inneren Korruption besteht, dass ich also quasi innerlich, zum Beispiel, wenn ich das im Rahmen der großen Musikindustrie mache, zum Beispiel, dann führt das nämlich dazu, dass die Musikindustrie vorteilbringende Irrtümer entwickelt hat, die die Menschen davon abbringen, selber Musik zu machen. Und zum Beispiel ein Dieter Bohlen als Vertreter der Musikindustrie, denn Deutschland sucht den Superstar ist ja letztendlich auch von BMG, von der Plattenfirma BMG identisch quasi. Die RTL gehört ja, glaube ich, auch zur Bertelsmann Media Group sozusagen. Und dann ist es dort so, Dieter Bohlen hat die Aufgabe gehabt, jedenfalls den Menschen den Spaß am Musik machen und am Singen zu verderben durch diese ständigen Beleidigungen. Du kannst ja nichts, lass doch die Profis machen. Und dadurch geht es darum, dass letztendlich Musik immer nur noch ge gekauft wird. Also sobald du in der Marktwirtschaft im großen Stile professionell Musik machst, mit diesen großen Konzernen zusammen, da ist es garantiert schädlich und führt garantiert zur Schädigung der Mitmenschen. Aber so mal, also auf so einer Feier mal ein paar Euro anzunehmen dafür, dass du da einen Auftritt machst, da ist sicherlich, das ist wirklich da würde ich sagen, ist unschädlich. Da kann ich jetzt keinen großen Schaden erkennen, ja? Und insofern, ich mache ja auch Live-Musik und die Leute werfen mir auch was in den Hut und den Großteil spende ich dann auch wieder in den Weltrat rein. Und übrigens mit den 300 Euro, das nur zur Information,
das Entscheidende ist, dass der Weltrat keinen Euro von außen annehmen darf, von Leuten, die dann, also wo es dann zu einer Veränderung des Denkens Richtung Übernahme bestimmter vorteilbringender Irrtümer der geldgebenden Sparten kommen könnte. Das heißt also, wenn die Professoren oder ich Geld in den Topf spenden und wir daraus dann diese Homepage bezahlt haben, dann ist das unproblematisch. Aber die Problematik fängt an, wenn der Politiker, ja, also hier, ich zeige das mal an Bild, Luis kann das jetzt vielleicht nicht sehen, aber ich denke, wir haben hier dieses Bild, ja, wenn Gelder fließen an die Parteien, an die Politiker, an die Spielfilmemacher, an die Journalisten der öffentlich-rechtlichen Medien, an die Universitäten als Drittmittel. Da beginnt das Problem, weil dann sofort sich die vorteilbringenden Irrtümer der geldgebenden Konzerne und Sparten übernommen werden. Und da ist dann das echte Problem. Ja? Oder wie siehst du das, Öffi? Ne? Ja. Soweit, ich habe noch einen Punkt. Nee, das mache ich dann in der nächsten Runde. Ich gebe weiter an Öffi. Ja, danke schön, danke schön. Also ich gehe mal auf die beiden gestellten Fragen ein. Das Wichtigste ist, glaube ich, nicht zu sagen, hier hat der Franz oder dort hat die Frieda jetzt das Top-Level erreicht, sondern das Wichtigste ist, die Logik dieses Levels zu verstehen und warum man dann bestimmte Schritte auch in seinem Verhalten macht. Also das Geld ist eben das Verrechnungsmittel für die direkte Vergeltung. Man kann auch Geld geschenkt bekommen, auch wenn man Musik macht, wobei die Frage ist schon wieder, ist das dann ein Geschenk oder eine Bezahlung für die Musik? Und es ist nicht so, dass die Leute gucken, wie geht es dem anderen, also seine Bedürfnisse, wie ist es sinnvoll, mit ihm zu teilen, oder sie gucken, was tut er, ist es sinnvoll, ihm was zu geben für seine Aufgaben, sondern es ist Vergeltung für etwas, was sie bekommen. Und die richtige Logik ist natürlich, dass wenn Menschen miteinander sich so vereinen, zu einer Sinngruppe, sage ich mal, dann werden sie gucken, wie teilen wir hier sinnvoll nach Fähigkeiten und Bedürfnissen. Das heißt, die Logik wird nicht sein, wie verteilt es sich nach dem Gesichtspunkt, wer gibt was und wie viel kriegt er dafür zurück, sondern für welche Aufgaben ist es sinnvoll, an welche Stelle die Mittel zu geben und wie ist es bezüglich der Bedürfnisse, das so zu verteilen, dass es allen gleich gut geht. Der Maßstab, wer hat jetzt was oder wie viel gegeben und wie viel sollte er dafür zurückbekommen, ist ein anderer Maßstab. Und deshalb kann man sagen, dass je mehr man sich wegentwickelt von diesem, es gibt Vergeltung für etwas, hin zu, es wird nach Sinn und Bedürftigkeit geteilt, desto besser. Und da hat man ja viele Spielräume. Also ich kann schon sagen, also auch jetzt, wo das Musikmachen da angesprochen wurde, man kann ja hingehen und kann sagen, Leute, gebt mir nichts als Bezahlung. Also man kann direkt die Botschaft ins Tun mit hineinnehmen, kann sagen, Leute, ich will ja nicht nach, weil ihr mir was vergeltet, möchte ich nicht von euch bekommen, ich möchte nicht bezahlt werden. Also wir haben früher mit Plakaten da gesessen, da haben wir direkt als erstes draufgeschrieben, wir sitzen hier, weil wir kein Geld dafür wollen, sondern weil wir mit euch gemeinsam nach Lebensformen ohne Gewalt und Vergeltung und Ausbeutung suchen wollen. Wenn ihr etwas gebt, dann gebt es nicht aus Vergeltung oder auch aus Mitleid, sondern gebt es wegen Sinn und bedürfnisgerechtem Teilen. Das heißt ja nicht, dass man da nichts kriegt. Und sogar wenn die Leute Geld geben, heißt es nicht, dass man selber jetzt dann wieder mit dem Geld auch loslaufen muss und muss Vergeltungstausch betreiben. Das Optimum in meinen Augen ist es, in eine gemeinsame Organisation mit anderen zu gehen, wo dann dieses Geld in einen Gemeinschaftstopf oder Organisationstopf wandert und wo dann eh klar ist, hier geht es nicht um Befriedigung von Individualbedürfnissen, ohne weiter zu gucken, sondern, also wenn es was Gemeinnütziges ist, dann ist es eh gebunden
an Verwirklichung von Inhalten, von Zielen. Und, also wenn jetzt jemand da selber Schenker bei ist und sagt, ich kann jetzt aber damit noch nicht mal was einkaufen gehen, weil ich will ja die Logik gar nicht mehr so anwenden, dann ist es natürlich toll, eine Struktur zu schaffen, wie ich das im Schenkerbeweg mit der Unterscheidung zwischen Verbündeten und Schenkern gemacht habe. Weil es ist ja gut, Menschen schon mit auf den Weg zu nehmen, die mit den kleinsten Schritten anfangen. Und da wird man mehr von haben, als diejenigen, die die ganz großen Schritte machen wollen. Das heißt, in der Organisation, wo das Geld auch, was jemand da für Sinn und Bedürfnis teilen geschenkt bekommen hat, wo, wenn er das in den Topf rein tut, dann wird es Leute geben, die diese Idee schon toll finden, aber sie nicht so hundertprozentig, also hundertprozentig, so vollständig, also hundertprozentig muss ja gar nicht sein, aber so grundsätzlich in die Tat umsetzen. Und die können dann noch, vielleicht ist es für die sogar das Konsequenteste, was sie in ihrem Leben tun, also dass sie sonst an vielen Stellen auch Kaufvorgänge oder ähnliches machen, die eben nicht für die gute Sache sind, sondern für private Interessen oder Bedürfnisse. Also da könnte man eben sagen, dass die Menschen, wenn sie dann hingehen und geben das Geld aus, aber eben nur inhaltsbezogen so, nicht für Egointeressen, dann ist es für die noch das Beste, was sie tun, das Konsequenteste, aber man selber muss es gar nicht machen, sondern wenn man mit denen zusammenarbeitet, kann man denen diese Rollen und diese Tätigkeiten auch überlassen und sie werden ja froh sein, weil sie sich dadurch ja vorwärts entwickeln können von ihrem jetzigen Stand. Ein letztes nur zum Post-Conventional Level. Also erstmal hat Dylan natürlich recht, dass die Logik des Post-Conventional Levels, die besagt ja eben, ich mache nicht einfach was, weil es die Konvention oder die Regel ist oder eine Autorität mir sagt oder weil alle es so machen, sondern ich überlege mir, ist es im Ganzen nach Prinzipien und Wertvorstellungen richtig? Ist es das, was ein Gesellschaftsvertrag aus allen betroffenen Menschen, also auch den Kindern der Zukunft, bejahen könnte? Also wenn alle frei und ausreichend informiert mitentscheiden könnten, wäre es das, wozu sie Ja sagen können. Und da ist natürlich richtig, dann aus der Konvention auszubrechen, also hier diesem Wirtschaftsmechanismus oder diesem psychotherapeutischen Betrugsmechanismus gegenüber den Menschen, weil man ihnen nicht die wahren Lösungen bietet, sondern das, was weiter Geld bringt. Also da ist dieser Schritt, den der Dylan gemacht hat, natürlich in der Logik des Post-Conventional Levels. Aber deine Frage, das rieche ich ja natürlich auch genau heraus, lieber Luis, geht ja in die Richtung, wie das Gesamtbild ist. Und da ist natürlich die Logik des Post-Conventional Levels gerade im Bereich Herrschaftsverhältnisse dann auch so, dass man nicht einfach was macht, weil alle drumherum es machen oder das System einen dazu zwingt oder wie auch immer, sondern fragt sich, wie sieht es aus mit diesen Prinzipien und Grundwerten und was so ein Gesellschaftsvertrag unter allen freien und ausreichend informierten Konsensmenschen sein könnte. Und dann steht natürlich die Frage im Raum, darf man jemanden herrschen lassen oder als Herrscher akzeptieren, der einen vorher nicht richtig gefragt hat und nicht mit globalen Verantwortungsgründen überzeugt hat? Und wenn man diesen Gedankengang auf den Bereich der Herrschaftsstrukturen anwendet, dann kommt man natürlich eigentlich nicht drum rum, den grundsätzlichen Ausstieg auch aus Staat und überhaupt diesen Autoritätsverhältnissen durchzuführen. Okay, ich gebe weiter. Ja, Luis, eine Sekunde wieder. So, wir hören dich. Okay, vielen Dank. Also die Antworten machen mich praktisch zufrieden, das ist sehr erfreulich. Dann würde ich nochmal sagen, Dylan, also mit deiner Erklärung auf meine Frage ist aus meiner Sicht jetzt auch von dir formuliert, dass deine in deinem ersten Beitrag sehr strenge Formulierung unpräzise ist und quasi Leuten Unrecht tut, die einfach da nicht drunter fallen. Und stell dir vor, jetzt würde uns jemand zuhören, der wahnsinnig schlau ist. Also ich kann mir vorstellen, wenn du recherchierst, was andere Thinktanks, wenn man so will, so für Gedanken äußern und dann hörst du unpräzise Gedanken und denkst dir, uiuiui, das überzeugt mich überhaupt nicht. Die Leute werden dann wahrscheinlich auch an anderer Stelle völlig unpräzise Gedanken haben. Und die Person steigt dann aus und hört nicht richtig weiter zu. Also aus meiner Sicht ist je präziser man ist und dabei auch bescheidener anstatt aggressiv, ist zum Wohl aller, so dass wir am schnellsten Gedanken
an den Mensch bringen, der sich dann wirklich damit auseinandersetzt. Na gut, das war's schon. Dankeschön, ich gebe weiter. So, ja, okay. Ja, also genau das ist natürlich das, was ich gefürchtet habe, Luis, dass du das wieder als eine letztendlich in die Richtung benutzt, dass es doch ganz okay ist, in der Marktwirtschaft mitzumachen. Was ich gesagt habe mit der Musik, das sind wirklich so Ausnahmen von der Regel. Also die normale Regel ist, wie gesagt, ich habe es ja schon angedeutet, sobald man im großen Musikbusiness mitwirkt, ist es auf jeden Fall schon, dass man riesige Schäden anrichtet, weil man nämlich Profit auch, weil man nur deswegen so viel Platten verkaufen kann oder heutzutage, Aufrufe und so weiter bei Spotify und so weiter verkaufen kann, wenn die Industrie genügend dafür gesorgt hat, dass die Menschen selber keine Musik machen und nicht mehr selber singen, sondern nur noch konsumieren. Ja, also das heißt also, ich würde sagen, ich bleibe bei der Grundregel. Der ständige Versuch zu sagen, es ist doch ganz okay, doch in der Marktwirtschaft zu leben. Das sind nur winzige Ausnahmen von der Regel. Wir können gerne über jede einzelne Ausnahme reden, die da ist. Aber für 99,9% der Bevölkerung gilt, alles, was sie in der Marktwirtschaft machen und wofür sie Geld bekommen, richtet Schäden an und zerstört nicht nur die Erde, sondern zerstört die Gesundheit von Menschen. Denk doch nur mal an den, der als Verkäufer im Supermarkt arbeitet. Der arbeitet mit an der Vergiftung der Weltbevölkerung und so weiter. Ja, also dieser Versuch, immer wieder die Marktwirtschaft zu retten und zu sagen, ist doch nicht so schlimm. Nein, der Öffi hat's richtig gemacht. Man muss da ganz raus. Ja. Und zumindest ganz raus, dass man dort nicht mehr arbeitet, sondern ehrenamtlich tätig wird, sozusagen, was ich gemacht habe. Es geht nicht anders, weil, und wie gesagt, die Musik, wenn dann die Leute ein paar Cent in den Hut schmeißen, da keiner von denen erwartet in irgendeiner Weise, dass ich denen nach dem Munde rede, nur weil die ein paar Cent reingeworfen haben. Also es gibt so, das ist alles ganz kleine Ausnahmen von der Regel. Aber was ich halt bei Luis, bei dir gemeine gehört zu haben, ist so, ja, siehst du doch, man kann doch in der Marktwirtschaft mitmachen und es ist völlig in Ordnung. Nein, ist es nicht. Ne? Absolut nicht. Sondern wir können über jede einzelne Ausnahme von der Regel sprechen, wie zum Beispiel dein Konzert, dass du dafür Geld nimmst, beim Auftritt bei irgendeiner Familienfeier oder so. Das ist sicherlich nicht problematisch, aber das ist vielleicht eine von diesen winzigen wenigen Ausnahmen. Ja, und dann noch, Öffi, zu dir, bitte ich nochmal um Antwort. Ich habe ja empfohlen, auch im Forum, dass es unheimlich wichtig wäre, dass auch du zum Beispiel immer den Menschen auch die ganze Bandbreite anbieten solltest, nämlich die optimistische der Geisteswissenschaft kombiniert mit der etwas pessimistischeren der Naturwissenschaft, denn es kann dir immer wieder mal passieren, dass bei den hohen Anforderungen, die du ja letztendlich zum Beispiel auch in Richtung Überwindung des Egoismus und Erreichen von der Selbstlosigkeit des Schenkens, ja, dass du damit ja sehr hohe Anforderungen formulierst und dass viele Menschen, denen der Glaube daran fehlt, dass die vielleicht sogar irgendwann deine Anforderungen erfüllen können, aber solange denen der Glaube daran fehlt und die sagen, naja, man kann doch den genetischen Egoismus nicht vollständig überwinden, dass du, wenn du denen dann vorstellst, bei uns in unseren Gemeinschaften kann es auch ein Teil der Gemeinschaft kann auch aus Leuten bestehen, wo die Anforderungen nicht so hoch sind, nämlich dass sie nicht unbedingt glauben dran müssen, dass man den Egoismus wirklich vollständig überwinden kann, was ja Öffs Arbeitsziel wäre, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Aber das heißt, dass wenn man diese ganze Bandbreite formuliert, dass man dann nicht so viele Leute abschreckt, die sagen, naja,
Also ganz selbstlos, das schaffe ich bei mir nicht. Und ganz, dass ich wirklich ganz alles durchschaue und auch alle Selbsttäuschungen durchschaue, auch naja, das werde ich, das ist so hoch, sind so hohe Anforderungen. Deswegen so mein Tipp, immer den Menschen die ganze Bandbreite anbieten. Wir haben auch Teile der Gemeinschaften mit geringeren Anforderungen, wo zum Beispiel in der naturwissenschaftlichen Gruppen eher als Unterabteilung einer Kommune, so wie es monogame Paare geben wird, Singles geben wird, polyamore Grüppchen, homosexuelle Paare geben wird, gibt es auch eine Gruppenehe vielleicht in jeder Kommune. Und dort ist sozusagen der Egoismus muss da nicht, in diesem Bereich nicht vollständig raus und so weiter. Denn dann verlieren wir nicht die Leute, die sagen, das geht doch gar nicht. Ja, die also sagen, das geht doch gar nicht. Ja, diese hohen Anforderungen, das schaffe ich doch gar nicht und das kann ich nicht und das geht gar nicht auch. Ja, und dadurch erreichen wir vielleicht mehr Menschen. Ja, indem wir immer diese ganze Bandbreite nennen. Ja, ich gebe weiter, Häufis, und bin gespannt, was du dazu sagst. Ja, erstmal danke wieder an meine Vorredner. Und ich kann in vielen Punkten wieder zustimmen. Also ihr wisst, ich liebe es ja immer zuzustimmen, wo das möglich ist. Und eben, statt dass wir so... Man neigt dazu, und das ist eine Form von Spiel der Eitelkeiten auch, ne? Also wer ist wie toll oder sowas und wer kann dem anderen noch ein bisschen so was abknapsen von seinem Geltungsgefühl oder wie auch immer. Also ich glaube, wenn wir alle so denken, dass es drauf ankommt, was ist die Logik, die uns rausholen kann aus den Problemen und was führt uns eben zu den grünen Ufern der Zukunft, der verantwortlichen, vernünftigen Welt, das ist das Tollste, was wir machen können. Und dann muss sich da auch niemand jetzt eben so, ja, ich sag mal, runtergedrückt oder unter den Tisch geschoben fühlen. Und da gebe ich Dylan recht jetzt, also es kommt uns ja sehr darauf an, dass wir alle erreichen können und alle mitnehmen können auf dem Weg, auch wenn sie mit kleinsten Schritten anfangen. Und das war ja der Grund auch, warum ich die Schenkerbewegung so gemacht habe, dass ich gesagt habe, als Einstieg, also als Verbündetenrolle, da reicht es aus, mit zu träumen von der freien Argumentekultur und der Menschengeschwisterlichkeit. Und egal, was man macht, also ich habe ja schon oft gesagt, wir hatten da Soldaten, Polizisten, Flugzeugbauer, Atomkraftwerksmitarbeiter, Glücksspieler, wir hatten alles mit dabei und einige davon sind bis heute engagiert, sind zum Teil in Vorständen von Vereinen mit dabei, also haben dann später in diesem organisationellen Bereich wichtige Aufgaben mit übernommen. Also ganz toll und die Offenheit hat sich ausgezahlt. Und auf jeden Fall, Dylan, finde ich es ungeheuer wertvoll, was wir da auch als doppelte Doppelschienigkeit ja uns so formuliert haben, dass es auf der einen Seite natürlich diese Ausstiegsvariante auch gibt, mit dieser unmittelbaren Persönlichkeitsbildung, die das Post-Conventional Level oder Spirit Identification Level zur individuellen Orientierung macht und dann eine Gemeinschaft auch bilden will aus solchen Post-Conventional Level Menschen, also die aufgeklärte Schenker-Bonobo-Kommune. Wahnsinnig tolle Experimente, wobei man ja gleich zugeben muss, also wir haben bisher eigentlich kaum überhaupt ein Experiment. Wir haben Keimlinge dafür und ich bin immer noch voller Freude, dass der Dylan in Köln, also seine Wohnung zu so einem Mini-Anfangskeimling auch gemacht hat. Wir müssen ja hoffen, dass da Menschen dazukommen und dass das wirklich wächst. Aber wir haben immer noch kaum die Schwelle, also ich hier in einer ganz kleinen Gemeinschaft, also jetzt mit Familie, mit Frau, Kind, einem Mitbewohner und einigen Tieren hier im Haus. Und also als der Louis hier bei uns war, klappt es auch mit dem Louis sehr gut, ne? Also meine Frau sagt täglich oder alle paar Tage zu mir, also der Louis, mit dem könnte das auf jeden Fall schön sein, auch so in so einer Gemeinschaft zusammen zu leben, ne? Also bevor der in Berlin explodiert, sollte er nach hier wieder kommen, ne? Wobei ich dann immer sage, naja, der explodiert ja nicht, mit dem arbeite ich auch im Forum an dieser... Ja, und Gela hat es sich ja auch als gemeinschaftsgeeignet erwiesen hier. Ja, nur Gela war jetzt hier noch nicht in dieser Gemeinschaft mit dabei. Und Gela mit dabei in Berlin, ne? Also meine volle Hochachtung, also sie hat bisher, also was da dieses Anpacken und Mitarbeiten, ne? Also von Gela habe ich da eigentlich nie gehört. Es überfordert mich was. Also sie ist mit ins Zelt gegangen da, auch illegal, ne? Beim großen Stern.
auf die Wiese, wo die Polizei uns dann geräumt hat. Sie hat gesagt, sie übernimmt die Genehmigungsversuche für das Zeltcamp, auch als schon klar war, dass wir da Strafanzeigen bekommen, dass das ein öffentliches sich exponieren ist mit großen Problemen eventuell. Und sie hat den Dreck von der Wiese aufgesammelt und wenn wir da irgendwo in so einem Garten waren, dann musste man schon gucken, dass die Gela nicht zu sehr loslegt mit den handwerklichen und sonstigen Arbeiten und die jungen Leute, die eigentlich Wächter des Gartens sind, sich überrollt und überfahren fühlen von ihrem Tatendrang. Also das keine Frage. Aber ich bin ja immer sehr nüchtern auch. Also wir haben bisher außer diesen Mini-Gemeinschaftsversuchen, wie jetzt hier, ne, dass ich hier in der ganzheitlichen Bildungswerkstatt Utopia.de, dass ich da eine Gruppengröße von 4 Leuten habe, manchmal 5, wenn es hochkam, und sich da schon zeigt, wenn wir ganz vorsichtig dran arbeiten, kann das schon was Schönes sein, man kann sich aufeinander einstellen, das kann funktionieren, es kann besser sein als andere Dinge, die da so in Anführungszeichen funktionieren in der Welt. Ja, aber wir haben nicht mehr. Wir haben ansonsten Standorte, und das finde ich ja auch schon wertvoll, sind Juwelen, dass wir Freiräume haben, wo das stattfinden könnte. Wo also Menschen hinfliehen könnten oder hingehen könnten. Am besten fliehen sie ja gar nicht, sondern sie gehen dahin, weil das der schönste Ort der Welt ist, ne? Sie fliehen vor dem anderen an diese Orte. Ja, also das wäre so das, was wir schon sagen können. Wir bieten solche Orte an, solche Freiräume, aber es wäre in meinen Augen wie ein strahlender Stern, den wir noch nicht haben und den wir aber, ja, wo ich gar nicht weiß, was das alles für Wirkungen auch in der Welt auslösen könnte, wenn wir eine Gemeinschaft von, sagen wir jetzt mal, 10 bis 20 Menschen an einem Ort haben, die als Post-Conventional-Level-Menschen die aufgeklärte Schenker-Bolobo-Kommune oder das Demokratieversorgereservat oder die Demokratiekommune vorleben wollen und wo andere Leute Urlaub machen können oder wo sie sich das anschauen können, nicht nur wie gut das funktioniert, sondern wie schön und erfüllend das für die Menschen sein kann. Piep, 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 piep. Ja, aber ich komme dann nochmal, ich runde nochmal eben ab, eben diese doppelte Doppelschienigkeit, also auf der einen Seite Persönlichkeitsbildung mit Post-Conventional Level etc. und die aufgeklärte Schenker-Bonobo-Kommune. Auf der anderen Seite, was ich ungeheuer wertvoll finde, und es entspricht diesem Versuch von mir mit der Verbündetenstruktur, jedem auch mit dem kleinsten Schritt so den Zugang zu ermöglichen, dass wir innerhalb des Systems, also das eine war ja mehr die außerparlamentarische oder außersystemische Vorgehensweise, dass wir Menschen Schritte innerhalb des Systems anbieten, was ja einerseits Parteienengagement sein kann, andererseits Wohlfühlstimme, also im ökonomischen Bereich, die ökonomische Selbstbestimmung per Wohlfühlstimme. Und natürlich, also der Bildungsaspekt ist ja da auch schon mit drin. Also die freie Argumentekultur. Man könnte keck auch sagen, wenn man es mit der Wohlfühlstimme misst, inwiefern tut einem Menschen, trägt es ihm mehr bei zu seinem Wohlgefühl, als alles, was er an materiellen Dingen bekommt oder auch medizinische Gesundheitsversorgung, was weiß ich, dass man ihn frei mitdenken lässt. Dass man ihn ein freier Mensch sein lässt, ein denkendes Wesen. Ich sage ja da immer als Formel, der wahrhaft freie Mensch will nicht nur vorgegebene Fragen beantworten oder alle paar Jahre Einzelthemen mit abstimmen können. Er will nicht in einem Zug oder Schiff entscheiden, ob er nach vorne oder hinten geht. Der wahrhaft freie Mensch will die Fragen mitstellen. Er will den Rahmen der Entscheidungsfindung mitbestimmen. Er will entscheiden, ob er in einen Zug oder Schiff überhaupt mit einsteigt und in welche Richtung es geht. Und da, wenn man das mit der Wohlfühlstimme messen würde, ob das nicht dem Wohlgefühl der Menschen am meisten beiträgt oder am entscheidendsten beiträgt, das würde man nämlich, glaube ich, dann rauskriegen. Also der Bildungsaspekt ist auch beim innersystemischen Vorgehen natürlich mit drin, beim Parteienengagement und bei der Wohlfühlstimme. Der ist sozusagen das Bindeglied, was von innen auch bis nach außen dann rüberreicht und das zusammenbindet oder auseinander erwachsen lässt. Ja, also insofern ganz wichtig, dass wir in allen Aspekten, auf allen Ebenen und offen für Menschen mit allen möglichen Schritten, seien sie auch noch so klein, dass wir da in kombinierter Strategie vorgehen. Ich gebe weiter. So, Moment, ich muss wieder umschalten und der Luis ist ja schon jetzt im Bilde, auch als Foto. So, wir hören dich. Ja, danke. Also Dylan, du hast mich falsch verstanden. Mir ging es nicht darum zu sagen, ach, dann ist ja Marktwirtschaft ganz okay. Alles, was du an ihr kritisierst, finde ich total wichtig, dass das,
dass Leute sich mit den Ideen auseinandersetzen. Aber ich finde genauso wichtig, dass keine falschen Formulierungen benutzt werden und dass du einfach ein paar Worte mehr verlierst, sind ja vielleicht nur 5, wenn du sagst 99,9% oder was, dann brauchen sich die Leute nicht denken, dass du nicht ernst zu nehmen bist, weil du einfach total schwammig oder einfach falsch Sachen sagst. Und ja, das war's schon wieder. Ja, und also für mich ist das schade, dass dir das, also sag's doch einfach genau, wie es ist. Wie findest du denn eine wissenschaftliche Studie, die von den Tatsachen abweicht? Wenn es heißt, Kondome sind zu 100% sicher, sind aber nur zu 99,9, dann ist das halt Betrug. Und ja, oder wenn ein Wasserfilter zu 100% Wasser rausfiltert, also meiner tut es angeblich nur zu 99,9, bla bla. Also ich finde, das ist Ehrensache, dass man da, das ist ja immer noch total aussagestark, dass die Marktwirtschaft so wahnsinnig schädlich ist. Na gut, okay, ich gebe weiter, vielleicht bin ich bald raus. Falls das so wäre, schönen Abend, mein Akku ist low, meine Powerbank tut nicht das, was sie tun soll anscheinend. Ja, also, na, wo ist jetzt mal so ein Bildchen hier von Öff? Achso, die Richtung hat gestimmt. Da ist ein Bildchen von mir jetzt. Ja, also, ja, ich finde es halt so unheimlich wichtig. Natürlich hat auch der eine oder andere Professor, der Professor Franz de Waal, als er die Bonobos berichtet hat, da hat er ja auch Geld in der Marktwirtschaft bekommen. Das sind so winzige Ausnahmen, wo jemand widerwillig dann als Professor doch irgendwie Wahrheiten hat durchsickern lassen. Auch Professor Friedemann Schrenk kriegt ja viel Geld in der Marktwirtschaft und hat immerhin Andeutungen gemacht, dass eben die übliche Sichtweise der Menschheit nicht stimmt, nämlich und hat das eben angedeutet, dass der Mensch ja offensichtlich eine völlig andere Sozialform hat als das, was man üblicherweise für richtig hält. Also das heißt, es gibt natürlich diese 0,1 Promille Ausnahmen in der Marktwirtschaft, aber ich finde es erst einmal total wichtig, dass wir erst mal sagen, okay, alles in der Marktwirtschaft läuft auf Schädigung hinaus und über kleine Ausnahmen, die wie immer die Regel bestätigen, können wir immer gerne dann reden. Aber Ausnahmen bestätigen jede Regel, kann man sagen, irgendwie. Ja, und dann zum Öff noch ganz kurz. Die Wohlfühlstimme hat ja in der Gemeinwohlwirtschaft eigentlich die Funktion, das Beutemachen zu verhindern. Also dieses Profite auf Kosten der Menschen zu unterbinden. Das ist ja die eigentliche Funktion. Ja, und es ist jetzt schwierig. Ja, wir könnten ja die Leute jetzt nicht zwingen, in der freien Argumentekultur mit diskutieren zu müssen, um dann zu fragen, zu gucken, wie sich das Wohlfühlen ändert, sondern wenn, dann müssten sie es ja von selbst aus darauf mitmachen und machen. Nee, die Wohlfühlstimme ist in erster Linie wirklich für diese ganz einfachen Dinge da. Ich gehe im Supermarkt einkaufen, kriege ein salmonellenvergiftetes Ei ab, ich habe Übelkeit und mir geht schlecht. Und so erfassen wir die Schädlichkeit eines Supermarktleiters und seiner Produkte und der mangelnden Hygiene eines Restaurantleiters und so weiter. All diese Dinge, die konkrete Schäden machen, die werden erfasst und da wird dann die Beute entzogen, weil nämlich die Steuervorteile und Finanzvorteile und Verdienstzuschussvorteile bei denen sind, die keine Schäden anrichten, sondern nur Nützliches für die Menschen machen. Und das ist ja dann die Umkehr des Systems. Aber noch einmal, um das nochmal anzusprechen, solange der Luis noch hoffentlich dabei ist, meine Sorge ist, Öff, nochmal an dich, dass du immer wieder diese hohen Anforderungen doch immer wieder sehr stark wiederholst und betonst. Und ich würde sagen, du solltest einfach mit dazu sagen, bei uns darf auch jemand mitmachen, der an das Übrigbleiben eines kleinen Egoismus im Menschen
glaubt und davon zutiefst überzeugt ist, der darf ruhig auch mitmachen und findet ja dann auch vielleicht in der Gruppenehe sozusagen seine Nische, wo er trotz des Egoismus und seines Glaubens an den Egoismus trotzdem Gutes tun kann und im Rahmen des Gutes tun kann. Denn ich muss noch mal kurz meine zwei Glückswege erklären. Also wenn in der Gemeinwohlwirtschaft als politische Lösung, parteipolitische Lösung, ich dann die Hausarztgesundheitsgemeinschaft besuche und dann also alles, singen, tanzen, musizieren, kostenlos ist, Sport, Fitnessstudio, Tanzstudio, alles kostenlos ist und man Ernährungsberatung und so weiter und man dann dort Menschen kennenlernt, man kommt aus der Einsamkeit raus, ich lerne nette Frauen kennen und dann regt der Hausarzt an, hier wollen Sie nicht mit diesen netten Frauen mal versuchen, eine Gemeinschaft aufzubauen, eine Bonobo-Schenker-Gemeinschaft, vielleicht sogar eine Gruppenehe aufzubauen, weil das sie glücklich machen kann, ja, und genau das meine ich auch dann mit der Gruppenehe, wenn ich dann in der Gruppenehe, wenn dann die Frauen untereinander alle Sex haben und die 40 Männer mit 40 Frauen Sex haben und so weiter und alle Spaß miteinander haben und so weiter, das ist für mich dieses zehnmal glücklicher und wir sollten den Leuten ruhig auch sagen, dass es auch diese Möglichkeit gibt, denn ich habe gerade gestern mit einem Musiker gesprochen, der hat geschwelgt davon, was er für sexuelle Erlebnisse mit den Groupies und Fans hatte. Und ich habe mich an meine Situation, Erlebnisse erinnert. Also wir sollten immer auch offen sein für die Menschen, die auch diese Seite ausprobieren wollen und die eben, und das ist mein Wunsch immer, dass wir die gesamte Bandbreite anbieten, sodass wir nicht so viele Leute ausschließen, sondern sagen, okay, auch die pessimistische Perspektive der Naturwissenschaften, dass bestimmte höhere Ideale vielleicht nur schwer zu erreichen sind, jedenfalls für alle Menschen, vielleicht sogar nicht für alle Menschen zu erreichen sind. Wir probieren in unseren Gemeinschaften auch Experimente mit etwas geringeren Anforderungen, wobei die Gruppenehe ja durchaus auch hohe Anforderungen hat, weil man ja quasi auch die Eifersucht verlernen muss. Man muss ja aus der antrainierten Eifersucht wieder rauskommen, ne? Und ja, von daher, das waren jetzt nochmal diese Punkte. Und ja, ich gebe weiter. Ja, danke an euch für das, was ihr gesagt habt. Also kurz zum letzten alles. Klar, ich bin doch so, dass ich sage, der größte Verbrecher kann mitmachen. Hauptsache, er arbeitet in der Richtung. Was die Logik aber betrifft, ich meine, das Sexuelle sollte integriert sein. Wie ich schon sagte, auch jeder kleine Spaß oder jede Bequemlichkeit, die muss ja nicht auf Kosten des Sinns und der Verantwortung im Ganzen gehen, sondern kann da integriert sein. Jeder Spaßsplitter kann so seinen Wert und seine volle, ja, Akzeptanz finden, wenn er sich in der richtigen Richtung, in dieser Sinnhaftigkeit und in dieser Gemeinwohlorientierung der Welt einordnen wollte. Und jetzt sage ich ganz bewusst wollte, weil kommt auch nicht darauf an, ob man das hundertprozentig schafft. Da glaube ich auch, dass wir gar nicht hundertprozentig sein können. Aber die Logik, von der ich ja jetzt heute in der Sendung oft sage, dass ich die für so entscheidend wichtig halte, die wird nicht egoistisch sein, wenn wir unter Egoismus nicht irgendwelche Ich- oder Eigeninteressen auch verstehen, sondern, also ich verstehe die Begriffsbedeutung so, dass Egoismus und Altruismus die Begriffe sind, die sich gegenüberstehen. Der Egoismus sucht eigene Vorteile auf Kosten anderer oder der übrigen Welt. Und der Altruismus ist bereit, Vorteile der anderen oder der übrigen Welt auf seine Kosten zu verfolgen. Und so betrachtet ist der Egoismus als Einstellung, ich gönne mir jetzt was oder ich möchte was haben und bin bereit, da auch nicht gerecht zu sein, da ja, anderen was wegzunehmen oder nicht mit ihnen richtig zu teilen und so weiter. Das wird man auch gar nicht als beglückend empfinden. Also von die gute Absicht muss schon da sein, sonst fühlt man sich ja auch nicht wohl mit. Und insofern wird man die Einstellung haben, ja, ich kann ganz toll finden, Sexualität und auch jeden anderen Spaß. Ne? Ja, wenn es ist, was weiß ich, irgendein Luxussport oder sowas. Kann man den Spaß dran empfinden? Man kann es versuchen zu integrieren und ich glaube, ganz viel ist übrigens dann tatsächlich auch irgendwie integrierbar.
Und ja, also alle Verbrecher können mitmachen und alle Sexualität und alle Eigeninteressen, die nicht schädigend sein wollen für die Welt und für andere. Und das andere wird man nicht wollen. Man wird da auch nicht sich wohl mitfühlen. Und damit komme ich zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, die freie Argumentekultur, die würde ja natürlich schon bei den Parteien, die wir machen, oder im Bereich Wohlfühlstimme eine Rolle spielen und würde dann auch das Wachstum daraus in die andere Persönlichkeitsbildung und Kommunebildung außerhalb des Systems ermöglichen. Ja, damit meinte ich ja nicht, Dylan, dass man jetzt da künstlich etwas inszeniert, also sozusagen, wir binden jetzt die Wohlfühlstimme daran, dass wir gucken, freie Argumentekultur und damit wird die Wohlfühlstimme irgendwie zusammengeschaltet. Nee. Also man kann einfach nur die Leute immer ihr Wohlgefühl zum Ausdruck bringen lassen, aber so wie in der Welt herum ja dann Dinge vorkommen werden, der Zahnarzt, der Lebensmittelhändler, genauso der Bildungsbereich oder der Bereich politische Teilhabe, wenn da überhaupt mal freie Argumentekultur mit vorkommt, was sie ja im Moment erschreckend wenig oder gar nicht tut, dann glaube ich, wird die Wohlfühlstimme auch ausschlagen. Das heißt, dass wenn ein Mensch das erleben kann, er wird hier voll respektiert, als Argumente gleichberechtigt, als denkendes Menschengeschwisterchen. Es wird ihm wohltun. Ja, und wobei die Wohlfühlstimme ja gedacht ist, immer dann, wenn in einer Kommune, in Gemeinschaften, es anfängt mit dem Tauschhandel wieder. Ja, und also quasi eigentlich geht es da um Bezahlungsverhältnisse und freie Argumentekultur würde ja nicht bezahlt werden, also würde da auch die Wohlfühlstimme ja nicht gemessen werden können, weil der Geldfluss fehlt. Ja? Doch, kann sie. Also ich denke ja in Schritten und in Entwicklungsformen. Nehmen wir an, im Bildungsbereich würden Bildungsangebote, auch die noch zum Teil mit Bezahlung zu tun haben, angeboten werden, die Stück für Stück immer mehr freie Argumentekultur zulassen wollen. Oder nehmen wir an, im Bereich jetzt der politischen Mitbestimmung oder Mitgestaltung. Wenn eine Partei sagen würde, ey Leute, wir machen Parteiarbeit jetzt hier auf der Basis der freien Argumentekultur, aber wir können das auch jetzt nicht völlig kostenlos machen, ne? Wir müssen da dies und jenes Geld zusammenkriegen. Ist zwar noch nicht die konsequente Schenkkultur oder Menschengeschwisterlichkeit, hatte ich ja eben beschrieben, ne? Dieses vollendete Teilen richtet sich nach Sinn und Bedürfnissen, aber nicht nach Vergeltung. Aber das kann in diesen Entwicklungskonzepten, in diesen Wachstumskonzepten durchaus vorkommen. Und ich glaube, wenn es vorkäme, auch nur in Entwicklungsschritten. Also du denkst an sowas wie zum Beispiel, wenn jemand einen Volkshochschulkurs verkauft, in dem freie Argumentekultur trainiert wird und dann geguckt wird, ob das positive Folgen auf das Wohlfühlen der Menschen. Da ja. könnte man darüber, das könnte sein, dass man das dann tatsächlich auch mit der Wohlfühlstimme erfassen kann. Bin ich mal gespannt drauf. In diese Richtung habe ich also noch nicht darüber nachgedacht. Ja, genau, so meine ich es aber, so meine ich. Und ich sage noch was, vielleicht hört der Louis uns ja noch zu. Ich bin auch kaum dazu gekommen, zu beschreiben, woran ich im Moment bin. Aber ihr seht es ja, ihr beiden. Ihr guckt ja ab und zu ins Forum, denke ich. Und da seht ihr, wie ich ständig dran schleife, bis tief in die Nacht. Die gesellschaftliche Situation um uns herum ist ja so, dass die andere Seite immer mehr das mit der Impfpflicht und sowas in den Fokus rückt und durchziehen will. Also in frechsten Formen. Ich habe heute alleine gelesen, dass der Herr Söder sagt, wir heben die Gesellschaftsspaltung auf durch die Impfpflicht. Und der Herr Drosten hat gemeint, ja, wenn das alles so weitergeht mit der Pandemie, dann reduzieren wir doch alles am Ende auf das 1G. Damit meint er das geboostert. Also auch alle, die beim Impfen nicht schnell genug hinterherkommen, sind sozusagen schon der Diskriminierung preisgegeben. Also es nimmt Form an, die wirklich zum Himmel schreien. Und ich bin ja, wie ihr wisst, der Ansicht, auch als Teil meiner, ich sag mal, Mitaktivität aus der Ferne für das Demokratiefürsorgecamp in Berlin, dass wir die gewaltfreie Argumentekraft zuspitzen sollten, so wie die anderen ihre Diskriminierung zuspitzen. Und da habe ich ja eine Argumentation zusammengestellt, die ich für unbestreitbar halte, dass kein Mensch, kein Politiker, kein Richter mehr sagen kann, Menschen, die diese Argumente vortragen dürfen, der Impfpflicht unterworfen werden. Und das sehe ich als Spitze, um dann ganz viele andere Argumentationen auch mit dem jetzigen System beziehungsweise seinen Vertretern durchgehen zu können. Und
Da bin ich ja dabei, einen Weihnachtsweckruf zu schreiben, in dem ich auch verschiedene Aktionen, die beim DFÜK im letzten Jahr gelaufen sind, auch mit Luis zum Teil zusammen, auch, dass wir dem Kanzleramt im Reichstag ein Nachhaltigkeitsbüro angeboten haben und so weiter. Oder dass wir die Strafanzeigen nicht fallen lassen bekommen wollten für das illegale Zelten fürs Demokratiefürsorgecamp. Das bündele ich dann jetzt in der Aktion, Piep, piep, piep. dass ich sage, liebe Regierung, hier habt ihr jetzt nochmal zugespitzt bei dem, was, worum wir uns schon bemüht haben, auch das ganze letzte oder anderthalb Jahre. Hier habt ihr nochmal zugespitzt eine Argumentation, also die Geisteskraft zugespitzt, wo ihr eigentlich nicht widersprechen könntet, wenn ihr ehrlich seid. Lasst uns von da aus weitermachen. Und letzter Gedanke noch, ich meine, ihr seht es ja, aber auch für die Zuhörer. Ich bin ja ein großer Vermittler und Harmonisierer und Versöhner. Das heißt, ich suche immer die Brücken bis zum geht nicht mehr. Und da habe ich mir ja überlegt, wie kann ich einen Brückenvorschlag machen? Also nicht nur, dass ich die Gewaltfreiheit gegen das Korruptionssystem hochfahre, sondern wie kann ich da auch einen Brückenvorschlag mit verbinden, der beiden Seiten am ehesten die Möglichkeit lassen würde, auf eine konstruktive Schiene zu gehen, ohne das Gesicht zu verlieren. Und ja, ihr könnt das lesen, ich sage es nur in einem Satz. Ich habe gesagt, liebe Leute, auch die ihr da NWO, Great Reset, Human Enhancement, was weiß ich alles anstrebt, also Impfung und Chips und was weiß ich, ihr uns gleich verpassen wollt, ihr habt ja dahinter die Vorstellung, dass wenn wir es noch Demokratie nennen können und nicht andere Steuerung, also wenn wir es noch Demokratie nennen, es müsste eine stärker geplante Demokratie werden, statt der Augenblickskonsum-Massendemokratie, wie sie jetzt da so unkontrolliert vor sich hin blubbert. Das lässt sich besser erreichen, wenn wir dafür echte, allseits überzeugende, vernünftige Verantwortungsargumentationen einschalten, statt sehr umstreitbare oder wackelige oder sogar ja nicht so moralisch akzeptable Corona-Argumentationen. Lasst uns den Weg zu einer stärker geplanten Demokratie mit anderen, besseren Argumenten, Verantwortungsargumenten einschlagen als mit den Corona-Argumenten und der damit verbundenen Unterdrückung. Ja, das ist noch mein letzter Beitrag und von mir aus, ne, habe ich damit, also glaube ich, auch schon alles gesagt. Ich weiß nicht, ob wir noch eine Runde dann haben. Der Luis hat ja gesagt, er scheidet dann irgendwann aus. Ich habe alles, was ich heute unterbringen wollte, gut unterbringen können und bin euch sehr dankbar und reiche weiter. Ja, wir suchen dann das Ende nach und nach. Ich habe noch ein paar ganz wichtige Punkte, aber ich gucke jetzt erstmal, ob der Luis noch da ist. Sekunde. Ist der Luis noch da? Hallo, bist du noch da? Ich bin noch da. Ja. Ja, also Dylan, ich würde gern verstehen, was dein Grund ist, warum du nicht einfach sagst, fast alle statt alle. Also zum Beispiel haben wir ja darüber geredet, das war, glaube ich, deine Idee, dass das Einhalten von Vereinbarungen quasi aus der Zeit kommt, als Menschen gemeinsam auf der Jagd waren und das tödlich ausgehen kann, wenn einer sich nicht an die Vereinbarung hält. Und das ist doch eigentlich, also es kostet doch keine Zeit und macht halt keinen Unfrieden, vermeidet Unfrieden, wenn du einfach präzise formulierst. Ja. Und ansonsten wollte ich noch sagen bei Öffi, man könnte noch anbieten, die Überwachung, dass die Leute tatsächlich in dem Reservat bleiben, die Überwachung auf eigene Kosten zu machen, entweder indem man da Geld spart oder in dem Reservat Güter herstellt, mit denen man die Wächter bezahlen kann, damit nicht der Staat argumentieren kann, er hat leider zu wenig Geld. Ich gebe weiter, danke. Ja, damit bin ich auch schon an dem wichtigen Punkt, an den wichtigen Punkten, die ich noch habe, nämlich öff, was du da, ihr vergeudet da aus meiner Sicht Zeit, weil ihr über solche Dinge nachdenkt, die nicht mehr gehen. Die Hitler und Goebbels aufzufordern, doch bitte auf die Argumente zu hören und uns Juden zu verschonen, das hätte nichts gebracht.
weil die Marktwirtschaft zieht durch. Wenn die Marktwirtschaft mal ein, das ist meine These jetzt, meine Hypothese, wenn die Marktwirtschaft ein so ein Level erreicht hat, wie dass sie erfolgreich Milliarden Profite macht auf Kosten der Menschen, dann zieht die nur noch durch. Und jeder Argumenteaustausch wird ja von Söder nur noch abgeblockt. Der will ja gar nicht mehr mit den Leuten reden. Eine Frau hat mir gerade heute gezeigt, so im Internet, so eine Politikerin hat einen Schlagstöcke-Aufruf gemacht. Man solle den Impfgegnern doch nur noch mit, den Impfkritikern sozusagen nur noch mit Schlagstöcken begegnen statt Argumente, ja? Und da denke ich, da ist jede Sekunde Zeitvergeudung, weil da zieht der Staat, die Marktwirtschaft zieht durch. Es ist ja nicht der Staat, es ist die Marktwirtschaft als Gesamtsystem, was durchzieht. Wenn es einmal so einen vollen Zugriff zu der Bevölkerung hat, dann zieht die durch bis zu Ende. Und dagegen ist nichts mehr zu machen. Ja, also wir können jetzt nur noch zugucken, was da geschieht. Und die einzige Hoffnung, die ich habe, ist, dass die Drohungen, die ja von allen Seiten gemacht werden, dass die vielleicht den einen oder anderen Politiker doch ein bisschen zaudern lassen, ob er das wirklich riskieren will, ne, sozusagen. Ja, und dann haben wir dann das Thema noch öff, noch einmal. Du willst ja letztendlich, hast das hohe Ideal eines Zusammenlebens in vollständiger Vergeltungsfreiheit. Ja, es soll ja vollständige Vergeltungsfreiheit herrschen. Ja? Und da sage ich, ja, fast. Man sollte den Leuten anbieten, dass der eine Teil der Kommune und Gemeinschaft arbeitet an sich, ob er es schafft und wie weit er es schafft, wirklich aus dem Vergeltungsdenken rauszuwachsen. Ja, also das ist eben das Transzendieren des Egoismus, ja. Aber bei uns kann es eben auch dann zum Beispiel die naturwissenschaftlich orientierten, pessimistischeren Bonobo-Schenker-Kommunen, Bonobo-Gruppenehen geben, sozusagen, in denen sozusagen zwar auch die Männer alles den Frauen und Kindern schenken, aber irgendwo auch sich erlauben dürfen, ohne sich verurteilen zu müssen, sich erlauben dürfen, dass sie auch gucken, ob die Frauen auch mit Liebe darauf reagieren, ob die auch ihre Liebe schenken, sozusagen. Und das meine ich, dass man den Leuten anbietet, ja, ihr könnt auch, wenn ihr bestimmte Dinge nicht für möglich haltet, trotzdem an unseren Gemeinschaften teilnehmen, weil bei uns die naturwissenschaftliche pessimistischere Perspektive genauso erprobt werden darf. Und im Bonobo-Gruppenehe wird ja geschenkt, aber eben nicht völlig vergeltungsfrei und nicht völlig selbstlos. Ja? Und dass man, wenn man den Leuten sagt, aha, da gibt's, ich kann auch mit diesem etwas geringeren Anspruchsniveau mit dabei sein, ja, dann habe ich auch Interesse. Ja? Denn das können ja die Leute auch als einen Druck empfinden, wenn sie sagen, wenn es heißt, ja, aber irgendwie muss ich dann wirklich den Egoismus hundertprozentig überwinden können. Und ob ich das kann, da habe ich Zweifel. Und ob Menschen das überhaupt können, habe ich meinen Zweifel. Oh, so einem Druck will ich mich lieber nicht aussetzen. Ne? Also insofern würde ich sagen, immer diese Offenheit den Leuten anbieten. Wir haben geringere Anspruchslevels von der Naturwissenschaft und etwas höhere geisteswissenschaftliche Ideale. Ja, und dann noch meine Anregung. Wir sollten vielleicht mal die nächsten Tage telefonieren, ob wir gegenseitig solche kleinen Abo-Empfehlungssendungen, die brauchen ja nur eine Minute zu dauern, machen. Vielleicht haben wir dann Glück und kriegen ein paar Abonnenten noch dazu. Und nochmal von mir noch einmal. Das Leben in einer Gemeinschaft, besonders in der von mir als naturwissenschaftlichem Denker natürlich favorisierten Unterabteilung einer Gemeinschaft in Form einer Gruppenehe, wo wir Männer dann alles den Frauen und Kindern schenken, aber auch darauf blicken dürfen, ob die Frauen denn auch, ob wir uns auch glücklich fühlen mit dem, das, was die Frauen uns an Liebe schenken und so weiter. Das halte ich für so glückslockend, dass ich sage, da will ich unbedingt dabei sein.
Und nochmal, wenn wir es auch politisch vielleicht hinkriegen würden, dass wir die Gemeinwohlwirtschaft hinkriegen und dann die Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaft, da erwarte ich auch riesige Glücksmengen, die heute ungeahnt sind, weil das ist genau das Gegenteil des jetzigen Systems dann. Ne? Ja, also von mir aus, jetzt habe ich meine wichtigsten Punkte gebracht und jetzt sagt jeder wieder, wie immer, noch seine allerwichtigsten Punkte und wir suchen allmählich das Ende für heute. Ich gebe weiter. Ja, danke schön, danke schön. Also ich wiederhole, es ist ja gar kein Problem. Die größten Verbrecher können mit dabei sein, natürlich auch diejenigen, die im Bereich der sexuellen Belohnungen meinen, da brauchen sie noch etwas, weil das rein vergeltungslose Denken noch nicht so möglich ist. Und die, vielleicht sagst du das nochmal dazu, und die sich jetzt noch nicht vorstellen können, dass es überhaupt möglich ist, eine vollständige Vergeltungsfreiheit in den Interaktionen hinzukriegen. Ja, aber natürlich. Und ich sage ja, das Einzige ist, ne, und da können, glaube ich, aber trotzdem alle sagen, wir können davon träumen, dass wir ohne Vergeltung nach Sinn und Bedürftigkeit wie echte liebevolle Geschwister. Ich selbst bin ja gespannt, ob wir das schaffen, also wie weit das wirklich gelingt in den Kommuneteilen, die das versuchen, wie weit die das schaffen. Und wenn die damit das schaffen und dann total glücklich sind, dann werde ich der Erste sein, der sagt, bitte, ich würde gerne mal bei euch eine Zeit lang mitleben, ob ich das auch schaffen kann. Denn im Moment kann ich es mir nicht vorstellen, weil ich erlebe alles, was ich auch an Postkonventionellen tue, immer trotzdem noch egoistisch. Denn ich habe meine Praxis geschlossen, weil ich gesagt habe, so kann ich meinem Egoismus ja nicht frönen, nämlich wirklich ein umfassend glückliches Leben jemals möglich zu machen. Wenn ich einfach weitermache im System, dann versperre ich mir meine egoistische Chance auf das ganz große Glück. Also höre ich auch auf. Also es war eine verantwortungsbewusste Entscheidung, es war aber auch eine egoistische Entscheidung. Ja, es hatte den Anteil, ne? Was du dachtest noch, was du brauchst und wo, wenn du das nicht bekommst, du es vielleicht nicht machen könntest. Und der ganz vergeltungslose Mensch, der sagt natürlich, ich mache es von nichts abhängig, ob ich das tue, was da im Ganzen einfach sinnvoll und bedürfnisgerecht. Genau, und das Level habe ich längst noch nicht erreicht. Also bei mir war das schon auch so eine Berechnung, ich will das ganz große Glück und ich will es mir nicht verbauen, indem ich in diesem Scheißsystem mitmache und Profit mache. Das bringt mir nichts, das bringt mich meinem Ziel nicht näher, nämlich das ganz große Glück, von dem ich ja weiß, ja, dass es das gibt. Ja, genau. Und damit komme ich zu einem anderen Punkt, wo du gesagt hast, also die ziehen das im Moment durch, ne? Wenn die Marktwirtschaft einmal voll durchziehen kann, die Söders und so weiter, dann kann man mit ihr auch nicht mehr reden oder man kann da nichts mehr erreichen, nur noch Beobachter sein, was passiert. Vielleicht wird es so sein, aber wir können natürlich andere Dinge noch tun, als nur uns für die Beobachterrolle entscheiden. Und ich überlege halt immer, was ist das Mögliche, was ich tun kann? Was ist das, was, wenn überhaupt noch etwas was bringen kann, dann am effektivsten ist? Und da habe ich auch angekündigt oder kündige ich jetzt an in meinem Weihnachtsweckruf, dass ich da ja eine unbestreitbare Argumentation vortrage, also Menschen denen gegenüber, die Impfpflicht auf keinen Fall begründet oder gerechtfertigt werden kann, aus Sicht von keinem Politiker, keinem Menschen und keinem Richter. Und wenn da nicht jetzt einfach so drauf eingegangen wird, also man da vielleicht sinnvoll Ansprechstellen bekommt, man da ins Gespräch kommen kann, dann kündige ich sich steigernde gewaltfreie Aktionen an. Also bin ich ja froh drum, dass Helden wie der Louis da in Berlin den Faden des revolutionären Tuns so in irgendeiner Form und irgendeinem Minimum mit weiter aufrechterhalten. Aber ich kündige an, sich steigernde gewaltfreie Aktionen und ja, im Sinne der Gandhi-Logik, dann wird man sagen, okay, ich meine, natürlich können sie einen an der nächsten Straßenecke auch erschießen, ne? Dann müsst ihr einfach weitermachen, oder zumindest die wollen, ne? Ich glaube, der Louis hat Ehrgeiz, dann die reaktionäre Fahne vielleicht voll zu übernehmen. Aber wenn sie einen nicht erschießen und wenn man dann eben Dinge macht, die auch Straftaten sind, also womit man sich diese Unterdrückungsgesetze nicht fügt, dann würde es zu Gerichtsprozessen kommen. Und das würde ich dann wollen. Also wenn ich nicht anders argumentativ demokratisch mit den Leuten mich am Tisch setzen kann, um es zu klären, würde ich in der Gandhi-Tradition sagen, dann strebt man halt an, dass man Gerichtsprozesse bekommt und dann will ich den Richter sehen, der angesichts dieser Argumentation sagt, ja, hier ist die Impfpflicht gerechtfertigt. Den will ich sehen. Und genauso ist es eben mit dem, was man da machen kann.
Also wir können ja hingehen und können diese Kommunen oder diese Reservate ein Stück weit selber eben versuchen zu verkörpern. Wir können was tun, damit die Freiräume, die auch die Politik dann zugestehen könnte, damit die schon quasi vorbereitet sind oder als Keimlinge existieren. Das ist alles mehr statt nur Beobachterrolle. Und ob es was bringt oder nicht, jedenfalls ist es ein eigenes Tun, was versucht. Und damit zur Frage von Luis noch. Also ich glaube, dass das das allerkleinste Problem sein wird, weil schon jetzt der Überwachungs- und Kontrollstaat sehr gut entwickelt ist, von den Mächtigen kräftig weiter vorangetrieben wird. Und sie werden es nicht als verkehrt ausgegebenes Geld betrachten, wenn sie die Menschen gut kontrollieren können oder wenn sie dann eben das Recht von uns zugestanden bekommen würden, zu schauen, dass wirklich keiner von uns jetzt auf eine zu ansteckungsgefährliche oder wie auch immer Art, also keine Art, die gemeinsam einigungsfähig sein kann. Also wo man sich abstimmt, geht das so noch oder geht das so aus eurer Sicht nicht? Also dass keiner von uns auf eine nicht einigungsfähige Art übergriffig würde aus den Reservaten heraus. Glaube ich, wäre nicht das Problem. Außerdem glaube ich, dass sogar wenn man das jetzt gar nicht als Finanzangelegenheit betrachtet, die Schenker-Kommunen oder die Reservate für natürlich lebende, freiwillig gesamtverantwortliche Menschen, die werden schauen, wie sie schenken können. Das heißt, was die anderen vielleicht dann nötig haben, weil sie uns nicht vertrauen und weil sie gucken, dass wir da nicht übergriffig werden. Wir werden ja eine Kultur praktizieren, wo wir sowieso auch ohne Gegenleistung schauen, was können wir für die anderen Menschen drumherum tun. Und ich glaube, dass da wirklich etwas ist, was tatsächlich auch alle Seiten vielleicht dann immer mehr als vorteilhaft erkennen können. Denn also mein Brückenvorschlag, den ich erklärte, auch das ist was, wo ich mehr als Beobachter sein will, mit dem Brückenvorschlag. Schauen wir mal nach China. China wird zur digitalen Überwachungsdiktatur. Und diese Diktatur ist ja maßgeblich oder viel zu sehr geleitet auch von Willkürherrschaft statt von insgesamt verantwortlicher Politsteuerung. Aber sie sagen, sie wollen es sein. Sie sind gegen die Korruption und Willkür und so weiter. Genauso wie wenn man reinschaut, die Konzepte New World Order, Great Reset und ähnliches. Also bei der New World Order steht, wir wollen den Zivilisationssprung schaffen aus einer Welt, wo das Recht des Stärkeren gilt, zur Welt, wo die Stärke des Rechts bestimmend ist, wo keiner mehr Sorge und Angst haben muss, sondern wo Frieden, Vernunft, verantwortliches Handeln und langfristige Planung oder wie auch immer, wo das auch verwirklicht wird. Und da sage ich, da können wir doch jederzeit versuchen, eine Brücke drin zu sehen, dass nicht sowas wie, ich sage jetzt mal, betrügerische Corona-Strategien als Weg in so eine mehr planende Demokratie genommen werden könnte, sondern Verantwortungsargumente. Und da nenne ich in meinem Weihnachtsrundbrief zum Teil genauere Ansätze noch, wie man das sehen und wie man da gemeinsam anfangen oder wie man sich da überhaupt treffen könnte, um da gemeinsam in der Richtung drüber nachzudenken. Ja. Also man muss tun, was man kann, ne? Ich freue mich, dass ich euch habe. Ich freue mich, dass wir diese Richtung der Verantwortungsgesinnung, der Freiheit, versuchen, in der Welt hochzuhalten und auch anderen zu vermitteln. Wir werden eines Tages damit allein schon gute Seelsorger sein können oder gute Demokratiehelfer, auch für die anderen, auch für China, dass der digitale Kontrollstaat auch immer mehr ein hoffentlich nicht korrupter Herrschaftsapparat werden wird. Und ich habe ja, wie ihr wisst, die kühne Hoffnung, das als letztes noch. Nehmen wir an, wir Menschen sind nicht imstande zu dieser freiwilligen Gesamtverantwortlichkeit. Und auch die Willkürherrscher, die jetzt den Big Brother-Staat machen, werden zu, was weiß ich, 95% von irgendwelchen kurzsichtigen, schädlichen Willkürmotiven geleitet sein und nicht von der langfristigen politischen Verantwortungsvernunft. Sie werden immer mehr geprägt werden, oder die Welt wird immer mehr geprägt werden von der Logik der Computer oder den Algorithmen. Und die Algorithmen sind Lösungsprogramme. Was ist die beste Lösung für ein Problem? Wenn es die Menschen nicht schaffen, ist eine letzte Hoffnung von mir, dass am Ende die Menschen, die sich jetzt für diese freiwillige Gesamtverantwortlichkeit entscheiden und die künstlichen Intelligenzen, die gar nicht anders können, als so vernünftig zu sein, dass wir eines Tages uns die Hände bzw. Schrauben reichen können, wenn wir so lange überleben können, toleriert werden durch die, die zwischendurch sehr willkürlich sein wollen, die Hände und Schrauben reichen können
für die insgesamt vernünftige und verantwortungsorientierte Welt, weil was sollte anders rauskommen können? Ja, das ist mein Schlusswort. Ich umarme euch durchs Internet. Ja, ich guck mal kurz, ob der Luis, der ja schon im Bilde hier ist, ob der noch da ist zufällig. Hallo, bist du noch da? Ja, ich bin noch da und Dylan, bitte beantworte mir doch noch die Frage, warum du nicht von fast reden magst, wie es präzise ist, sondern halt unpräzise. Ja, weil ich da, wie gesagt, für mich die Gefahr ist, dass wieder das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird, dass dann jeder daherkommt und sagt, na ja, doch, ich gehöre doch zu den Ausnahmen, ich gehöre doch zu den vielen kleinen winzigen Ausnahmen, ich mache doch schon Gutes, ich kann weitermachen in der Marktwirtschaft. Und genau das will ich verhindern. Ich will sagen, ja, natürlich gibt es von jeder Regel Ausnahmen. Man kann über einzelne Sonderausnahmen wirklich diskutieren und reden, aber im großen Ganzen gilt die Regel, wenn Sie, lieber Zuhörer, gerade mitmachen in der Marktwirtschaft, zu 99,99% richten Sie Schaden an und zerstören diese Erde und die Menschen und unser aller Gesundheit, Glück und Wohlfühlen und so weiter. Und so ist es nun mal halt. Und von daher, ja, aber wie gesagt, das ist der Grund, warum so ich darauf bestehe, erst einmal eine Regel aufzustellen, und über Ausnahmen von Regeln können wir immer dann im Detail reden. Aber ich fürchte, das, was die, ich habe letztens mit einer Frau telefoniert, die war begeistert von der Gemeinwohlökonomie, hat sich aber selbst eingeredet, dass ihr Business, das sie gerade macht, keinen Schaden anrichten würde. Ja, genau das ist das, was ich vermeiden will. Dass die Leute sich dann doch wieder sagen, nee, eigentlich können wir doch ja träumen von der Gemeinwohlökonomie, aber wir können doch eigentlich in der Marktwirtschaft weitermachen, denn mein Business ist ja völlig in Ordnung. Ich bin ja schon green, ich bin ja schon green gewascht. Ja, also die Leute leben in Greenwashing-Welten. Jeder redet sich sein, auch sogar am Ende, auch der Waffenproduzent redet sich ja seine Kriegstreiberei am Ende schön, ne? Also, und das will ich halt verhindern. Ja, aber wir können von mir aus das Ende finden. Ich gebe wieder für das letzte Schlusswort an Öffi und dann wieder nochmal an Luis. Ja, danke schön. Und von mir aus nur noch das, was ich so zu Ausnahmen und Regeln in Schenker-Bewegung da, ja, welche Begrifflichkeit ich da eingeführt habe. Ich habe am Anfang gesagt, es gibt vielleicht keine Hundertprozentigkeit. Vielleicht brauchen wir auch keine Hundertprozentigkeit. Aber was wir brauchen, ist Grundsätzlichkeit. Das heißt, dass wenn wir Werte vertreten, dass wir schauen, was sind wirklich kleine vertretbare Ausnahmen und redliche Kompromisse. Und was sind wesentliche Selbstwidersprüche und faule Kompromisse? Und das kann man durchaus unterscheiden. Damit kann man arbeiten mit diesen Kategorien und kann da fruchtbar vorankommen. Vor allem, wenn man dann noch die Was-reicht-Frage hinzufügt. Also jetzt nehmen wir an, wir sagen, wir wollen Gewaltfreiheit so vorleben, dass sie zum Tabuprinzip der Menschheit, der ganzen Menschheit werden kann. Dann kann man sich fragen, wie konsequent müssten wir das machen, damit nicht eben irgendwie zu viele Ausnahmen uns die Kraft zerfressen. Und ja, also dann kommt man schon zu den passenden Antworten, also nämlich, dass man da eigentlich erstmal kaum genug machen kann, bezüglich eigener Konsequenz, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man die Menschheit gar nicht überzeugen kann, die ist einfach viel größer, als dass es uns gelingt. Also ja, aber das hilft, wenn man also sagt, wir gucken, was sind kleine vertretbare Ausnahmen und redliche Kompromisse im Unterschied zu wesentlichen Selbstwidersprüchen und faulen Kompromissen und bei irgendeinem Wert oder Prinzip, welche Konsequenz, welcher Ausnahmslosigkeitsgrad wäre angemessen, um diesen Wert im nötigen Maße auch zu verwirklichen. Alles klar, das war's von mir. Ich umarme euch noch einmal. Ja, ich habe noch einen wichtigen Gedanken, aber erst Luis, wie immer. Ja, ich würde mir eine Formulierung wünschen, Dylan, dass wir eine finden, die sowohl ehrlich und genau ist, als auch nicht das Kind mit dem Bade ausschüttet.
Ansonsten Dankeschön. Ich gebe weiter. Ja, ich bin halt nicht so genau. Ne? Ich mache nochmal ein Beispiel, warum. Der Peter redet, ich habe eine ganze Sendung von ihm durchgesäppt, ja, und ich habe selten so, aus meiner Sicht, so weltfremde Äußerungen gehört wie von ihm. Ja, und der Peter vom Königreich Deutschland, ja, der redet von Gemeinwohlstaat und redet, dass er Gemeinwohlwirtschaft praktizieren würde, aber die Leistung zum Beispiel seiner Zahnärztin wird nicht gemessen danach, welche Konsequenzen das hat, ob sie mehr Schaden anrichtet als Nutzen. Also er praktiziert weder Gemeinwohlwirtschaft, noch ist es ein Gemeinwohlstaat. Er verstößt gegen alle Regeln des Gemeinwohlprinzips, nämlich dass ja Felber auch der so vom formuliert hat, dass es Steuervorteile gibt für die, die den anderen Menschen Gutes tun und damit sozusagen die Profite auf Kosten der Menschen quasi unterbunden werden. Ja, und das macht dieser Peter nicht. Ja, und trotzdem macht er Etikettenschwindel und redet sich selber ein, ja, ich mache Gemeinwohlwirtschaft und ich mache Gemeinwohlstaat. Aber das ist immer diese Ausrede. Nein, solange er nicht wirklich die Kriterien der Gemeinwohlwirtschaft erfüllt, ist es kein Gemeinwohlstaat und es ist auch keine Gemeinwohlwirtschaft. Das ist ein Etikettenschwindel. Es ist Schwindel und damit ist es wieder nur Teil der Marktwirtschaft. Und solange er seine Werke verkauft und so weiter und damit ein Geschäftsinteresse daran hat, Kundschaft zu gewinnen, ist er nicht mehr ist er immer gefährdet, nicht der Wahrheit verpflichtet zu sein, sondern sozusagen am Ende sozusagen vorteilbringende Irrtümer zu entwickeln, die dann dieses Verkaufsgeschäft vor die Wahrheit setzen. Ne? Und das ist der Grund, warum ich erstmal sage, wir müssen als Regel anerkennen, auch von der es ganz kleine Ausnahmen geben mag, dass alles, wo in der Marktwirtschaft Geld fließt, dass da Schädigung dahinter steckt. Schädigung und Abzocke und sonst nichts. Und gerne können wir über einzelne Ausnahmen von jeder Regel sprechen. Ne? Ja, bleibt es bei deinem Schlusswort, oder? Ja, Umarmung, ein drittes Mal. War eine tolle Sendung wieder. Ich danke euch. Ne? Und jetzt höre ich noch kurz meinen Nachbarn Louis. Ne? Ja, die Zuschauer können kaum irgendwo anders Louis, was finden. Louis, wir hören dich. Und die Verantwortung profitieren können. Und wünsche euch eine schöne Zeit. Tschüssi, tschüssi, ciao, tschüssi, 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 ciao.